Für vegetarische Kohlroladen habe ich diese Zutaten verwendet. Je nach deinem Geschmack kannst du für die Füllung natürlich auch anderes Gemüse nehmen. Als erstes den Dinkel in gesalzenem Wasser für ca. 25 Minuten lang kochen. In dieser Zeit schon mal den Weißkohl vorbereiten. Dazu erst einmal den Strunk entfernen. Um die Kohlblätter zu garen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du entfernst zuerst die Blätter und blanchierst sie dann in gesalzenem Wasser für ca. 5 Minuten. Danach mit kaltem Wasser abschrecken. Oder du blanchierst den Weißkohl im Ganzen, schreckst ihn mit kaltem Wasser ab und entfernst danach die Blätter. Diese Methode musst du wahrscheinlich 2 bis 3 Mal wiederholen, damit die innenliegenden Blätter auch ausreichend gegart werden. Die Mittelrippe der Blätter entweder keilförmig herausschneiden oder nur das dickere untere Ende entfernen. Wenn du so ungefähr 10 bis 12 Blätter herausbekommen hast, wird der restliche Weißkohl in Streifen geschnitten. Der Dinkel sollte nun gar sein, dann kannst du ihn abgießen und mit kaltem Wasser abspülen. Als nächstes die Champignons in Würfel schneiden, das gleiche machst du mit der Paprika. Die Kirschtomaten vierteln. Solltest du größere Fleisch- oder Rispentomaten verwenden, diese dann einfach ebenfalls würfeln. Eine kleine Zwiebel sowie eine Knoblauchzehe in feine Würfel oder Streifen schneiden. Die Hälfte der Zwiebelwürfel in heißem Öl kurz glasig anschwitzen, die Champignons dazugeben und dann die Paprika. Für 2 bis 3 Minuten in der Pfanne lassen und zum Schluss die Tomaten für 1 bis 2 Minuten mitdünsten. Das Gemüse nun auf einem flachen Blech verteilen, damit es schneller abkühlt. Die Sonnenblumenkerne anrösten, bis sie schön goldbraun sind. Zwei Eier aufschlagen und zusammen mit dem Gemüse, dem Dinkel, den gerösteten Sonnenblumenkernen, den Gewürzen, Semmelbrösel und etwas Parmesan vermengen. Die Masse einmal abschmecken und dann 2 bis 3 Esslöffel je Blatt zu einer Roulade formen. Damit die Kohlroulade nicht auseinanderfällt, fixierst du sie mit einer Rouladennadel. Alternativ nimmst du einen Zahnstocher oder bindest sie mit Küchengarn. In heißem Öl ungefähr 4 bis 5 Minuten von jeder Seite schön braun anbraten. Hast du alle Rouladen abgebraten, nimmst du dieselbe Pfanne und bratest die restlichen Zwiebeln zusammen mit dem Knoblauch und den Weißkohlstreifen. Hat das Ganze ein wenig Farbe angenommen, mit einem kleinen Schluck Wasser oder Brühe ablöschen und für ein paar Minuten weiter dünsten. Nun die Rouladen auf das Kohlgemüse legen und mit Wasser oder Brühe aufgießen, so dass die Kohlstreifen knapp bedeckt sind. Deckel drauf und für 20 bis 30 Minuten schmoren lassen. Als Beilage eignen sich Kartoffeln oder auch Reis, die du in dieser Zeit schon mal kochen kannst. Kohlrouladen herausnehmen und zum Beispiel im Backofen bei 80 Grad Celsius warm stellen. Den Weißkohlfond abgießen, die Weißkohlstreifen mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen und mit einem Stückchen Butter abglänzen. Deckel drauf und warm beiseite stellen. Für die Soße nun ca. 30 Gramm Butter schmelzen, 30 Gramm Mehl einrühren und bei mittlerer Hitze braun werden lassen.
Nun ein wenig vom Weißkohlfond und darüber dazugeben, kurz andicken lassen und so viel vom Fond dazugeben und aufkochen, bis die gewünschte Dicke der Soße erreicht ist. Zum Schluss nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann kannst du auch schon anrichten. Wenn dir das Rezept gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn du mir ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst. Dann schau mal wieder rein, alle 3 bis 4 Tage gibt es ein neues Rezept. Bis dahin, mach's gut, ciao.